Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Welcher Adventskalender darf definitiv nicht auf meinem Kanal fehlen? Ist klar, oder? Der Klinik-Adventskalender. Selbstverständlich. Ich habe ihn bei Douglas gekauft und wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich in diesen 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Klinik und ich, wir sind so. Jedenfalls meine Lieblingsaugencreme, die All About Eyes. Und ich bin gespannt, was sich da alles drin verbirgt. Wir haben hier einen wirklich pinken, poppigen Adventskalender, der null nach Adventskalender aussieht. Ne? Also das muss man wirklich sagen, er ist einfach Mädchen. Oder er schreit halt, hallo, ich bin für ein Mädchen, wie auch immer. Es sind Boxen, das finde ich großartig. Es ist eine relativ lockere Umverpackung, würde ich mal so sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier jetzt drin finden werden. Und ja, ich stelle ihn in den Hintergrund und wir fangen an. Und auch in diesem Video kannst du etwas gewinnen. Und zwar habe ich hier ein komplettes Paket zusammengestellt mit den verschiedensten Produkten. Also da habe ich von Real Techniques so ein Mini-Schwamm mit so einer Tasche drin. Von Edding Nagellack. Dann habe ich hier von BH Cosmetics so ein Liquid Eyeliner. Dann von Nivea eine Handcreme. Eine Zahnpasta von The Humble Co. Und noch ganz viele andere Sachen. Also kannst mal eben ein Blickchen reinwerfen. Ne? Das kommt auf jeden Fall in die Verlosung. Wenn ich noch irgendwas im Adventskalender finde, was ich mit reinpacken möchte, dann werde ich das tun. Aber ich glaube nicht. Und was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Du solltest Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder du kannst es hier unten einmal werden. Und ja, dem Video einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag, der sich unten in der Infobox verbirgt. Ich bin da sehr unkreativ. Ich denke, Hashtag Klinik macht Sinn, oder? Und ja. Ne? Alles andere unten in der Infobox. Los geht's. Wir beginnen mit der Nummer 1. Und was haben wir drin? Von Klinik, das sage ich jetzt aber nicht mehr die ganze Zeit dabei. Es ist ein Klinik-Adventskalender. Pep Start 2-in-1 Exfoliating Cleanser. Ja, das ist ein Cleanser, ein Reiniger fürs Gesicht. Und da sind 30 Milliliter drin. Jo, ne? Riecht noch nicht viel. Also ich denke, dass wir hier hauptsächlich so Skincare-Produkte drin haben werden, aber ich hoffe auf die ein oder andere dekorative Kosmetik, denn Klinik hat echt schöne dekorative Kosmetik. Die Zahlen sind da ein bisschen blöd drauf gedruckt, das heißt, man muss echt suchen, bevor man die findet. Die 2 ist relativ leicht. Und da ist auch ein kleines Produktchen drin. Klinik Pep Start, eine Augencreme, Eye Cream. Ach schön, dann kann ich mal gucken, ob die alternativ zur All About Eyes vielleicht was wäre für mich. Interesting, interesting. Meine ist nämlich heute Morgen leer gegangen. Das kann ich dir ja echt mal direkt versuchen. 7 Milliliter sind da drin. Das finde ich cool. Die ist ja auch so ein komischer Rausdruck. Verschluss. Finde ich schöner, als wenn du diese kleinen Mini-Tiegel hast, weil du da, hier kommst du mit dem Finger nun mal besser dran oder du kriegst es einfach besser raus. Ich guck mal. Ich mache mir nur ein bisschen drauf, denn Klinik ist immer so teuer, ne? Ist einfach so eine weißliche Farbe. Oh, und das verschmilzt direkt mit der Haut. Also das scheint nicht ganz so feuchtigkeitsspendend zu sein oder nicht ganz so cremig wie die All About Eyes, aber ich hatte jetzt echt Mühe hier drauf. Und sie ist geruchsneutral. Ja, wir gucken mal. Die wird jetzt erstmal verwendet. Oh. Pep Start ist, glaube ich, auch so eine neue Reihe von Klinik. Ne? Deswegen ist es ganz cool, dass da auch Produkte von drin sind. Dann kann man die so ein bisschen austesten. Denn oft werden Adventskalender ja auch dafür verwendet, um quasi das Lager vor der Inventur nochmal freizukriegen. Die Nummer 3. Oh ja, ich habe eben davon gesprochen. Hier haben wir jetzt dekorative Kosmetik drin. Und zwar den Quickliner 4 Eyes Intense. Ich habe den in Braun da. Und jetzt habe ich den auch in Schwarz. Oh, der ist echt toll. Den nehme ich gerne für hier oben am oberen Wimpernkranz so ganz zart entlang zu gehen. Oder ganz, 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 ganz leicht unten am unteren Wimpernkranz. Damit öffnet man nämlich schön das Auge. Und hier habe ich den Schwarzen tatsächlich einmal. Schön. Ich habe noch so einen Ultra-Swatch von ihm. Ich habe den Look Fantastic Adventskalender aufgemacht und da war ein ziemlich heftiger Liquid Lipstick drin. Den kriegst du nicht so einfach ab. Wow. Also der ist extrem cremig. Ich musste jetzt nur ganz zart über die Haut gehen und habe direkt so einen Swatch drauf. Schön. Echt toll. Und den kannst du bestimmt auch schön aussmoken und so. Schön, dass da auch dekorative Kosmetik mit drin ist.
Habe ich eigentlich gesagt, was der Adventskalender kostet? Ich habe es dir garantiert eingeblendet. Also wir liegen da so ungefähr bei Ende 70 Euro, Mitte, Ende 70 Euro. Und ich habe mir den mit dem Code bestellt, also 15% Rabattcode hatte ich da genommen bei Douglas. Würde ich dir auch raten, weil das doch mal eine Stange Geld ist, ne? Ja, aber die gibt's ja immer wieder. Jetzt haben wir ja gerade auch die Glamour Shopping Week, die ich dir auch ans Herz legen kann. Da haben auch zwei sehr liebe Abonnentinnen mir auf Instagram geschrieben, Mensch Claudi, schau dir das an. Und dann habe ich mir direkt eine Glamour gekauft und den Code eingegeben und zack, konnte ich mit der App dann auch, oder kann ich jetzt, ne, bei Douglas auch ordentlich sparen. Ich glaube 20% und bei Parfüm Dreams auch, da habe ich mir auch direkt was gekauft und bei Sephora auch. Wow. Schau dir das an. Und wenn du sowas nicht verfolg mich gerne auf Instagram, so wollte ich das sagen. Da heiße ich AIDWIKP. Blende ich dich hier mal ein. Da teile ich dann gerne solche Aktionen. Die Nummer 4 ist wieder groß und etwas schwerer. Das rappelt etwas mehr im Karton. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das ist schön. Das ist die Take the Day Off Make-up Remover für Augen, Lashes und Lippen. Für die Augen, Wimpern und die Lippen. Aber irgendwie scheint das Produkt nicht mehr ganz so fresh zu sein, denn es ist so ein bisschen flockig da drin. Egal. Es ist ein Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner. Wir haben hier drin 30 Milliliter. Hatte ich auch schon mal aufgebraucht. Hat mir so lala gefallen. Also das hat wohl ganz gut mein Make-up runtergenommen. Bei wasserfester Mascara hat es ein bisschen versagt. Also da habe ich eins von Dr. Pierre Ricot aktuell in Anwendung, was ich deutlich besser finde. Aber ansonsten, ne, war jetzt nicht irgendwie schmierig, ölig oder sonst irgendwas. Es hat auch schön die Haut gepflegt und nicht irgendwie eine Rötung verursacht oder so. Also dass ich zu sehr reiben musste. Ne? Also ist okay, aber nur für die Vorreinigung. Die Nummer 5 wollte gar nicht raus. Der Tag vor Nikolaus. Clinique ist eine französische Marke, glaube ich, ne? So, hier haben wir Clinique Smart Night. Auch das wieder. Clinique Smart ist auch eine neue Reihe. Custom Repair Moisturizer. Also das ist quasi eine Feuchtigkeitspflege für die Nacht. Und wie viel haben wir da drin? Ja, also hier steht auch immer mal wieder drauf, dass es ein Sample ist. 7 Milliliter. Das ist ein kleiner Mini-Tiegel. Aber dass die keine Originalprodukte in den Adventskalender reinpacken. Für 70 Euro habe ich mir auch schon gedacht. Oh ja, das riecht auch sehr, sehr angenehm. Ne? Hat eine relativ feste Konsistenz. Ja, das ist ein Pröbchen, was man schnell testen kann. Und dadurch, dass wir hier richtig Boxen haben, kannst du den Adventskalender auch richtig toll wiederverwenden. Finde ich super. Finde ich viel, viel besser als diese ganzen ollen Kläppchen-Adventskalender, die du danach eh wegschmeißt. Ne? Das bewahrt man auf. Die Nummer 6, also Nikolaus. Mal gucken, ob die sich da etwas Spezielles überlegt haben. Ich finde immer so die 6 und die 24, das sind halt immer so spezielle Tage. Ja, meine Hoffnung wird meistens enttäuscht, aber nicht hier. Ich habe hier einen Blush drin. Wie geil. Es ist zwar einfach nur ein Gramm, aber hallo? Hier ist ein Blush drin von Clinique. Es ist so geil. Es hat so einen leichten Schimmer mit drin. Voll schön. Sehr, sehr dezent. Also wirklich eher was für den Alltag zum Tragen, ne? Aber schön. Schöne Farbabgabe. Doch, der gefällt mir. Ich habe einen Clinique Blush. Ist gar nicht so günstig, die Kosmetika von denen. Nein, nein. Geil. Es macht mir Spaß. Es sind so geile Sachen bislang drin. Die Nummer 7 habe ich jetzt hier in meiner Hand. Und das ist lang und schmal. Und wir gucken doch mal. Das ist einfach mal ein Pinsel. Wie geil. Oh, der fühlt sich toll an. Der fühlt sich toll an. Den kannst du entweder für Blush verwenden oder für Highlighter, weil der schön festgebunden ist tatsächlich. Und der ist echt schick. Der gefällt mir. Der ist schön. Ich weiß nicht, ob sowas Kunsthaar oder Echthaar ist. Ich kann, keine Ahnung, ne? Aber es ist voll schön. Ja, also Highlighter kannst du damit schön auftragen, wenn du etwas gröber arbeiten möchtest. Blush, wenn du etwas präziser arbeiten möchtest. Schön. Geil. Nach einem kleinen Kampf mit dem Adventskalender geht es weiter mit der Nummer 8. Oh, das ist groß, das ist schön. 7-Day Scrub Cream. Die hatte ich auch schon mal in irgendeinem Adventskalender letztes Jahr drin. Das ist toll. 30 Milliliter sind da drin. Ja, das ist einfach eine ein Scrub, ein Face Scrub, ein Gesichtspeeling. Ja, man soll auf jeden Fall das über Make-up-freie Haut auftragen. Finde ich ein interessanter Hinweis. Ja, cool. Hier haben wir die Nummer 9. Also das ist wirklich so von allem, was die so im Sortiment haben, eine Sache. Das finde ich auch mega gut gemacht. Die Moisture Surge, ja, der Klassiker. 70
2-Hour Replenishing Hydrator. Also das soll dir 72 Stunden lang Feuchtigkeit spenden. Und du kannst es, wenn du es ein bisschen dicker drauf machst, auch so als 5-Minuten-Maske verwenden. Würde ich aber aufgrund des Preises wahrscheinlich eher nicht machen. 30 Milliliter sind da drin. Cool. Hier haben wir die Nummer 10. Was ist wohl in der Nummer... Bist du, was ich will? Ja, es ist meine Lieblingsaugencreme, Leute. Ich kann sie euch einfach nur empfehlen. Die All About Eyes. Hier sind drin 5 Milliliter. Das ist einfach eine kleine Probiergröße. Aber... dieses kleine Ding hat mich irgendwann mal angefixt, als ich es irgendwo mal mit drin hatte. Seitdem liebe ich es abgöttisch. Es ist einfach so sanft auf der Haut. Ne? Es fühlt sich so, so schön an. Es pflegt meine untere Augenpartie so toll. Seitdem ich die benutze, sehe ich nicht mehr verschlafen aus oder ich werde nicht mehr gefragt, Mensch Claudia, geht's dir schlecht oder sonst irgendwas. Ne? Bei mir auf der Arbeit, wenn ich dann halt auch ohne Foundation oder so rumrenne, ungeschminkt, dann, ich weiß nicht, ich sehe scheinbar frischer damit aus und ja. Deswegen, die macht mich hübsch, die mag ich. In der Mitte haben wir die Nummer 11. Etwas, was nicht ganz so groß ist. Deep Comfort Hand and Cuticle Cream. Interessant, ich wusste nicht, dass Clinique Handcremes hat. Aber cool, ja, jetzt habe ich so eine 30 Milliliter Packung mal da. Geil, wusste ich echt nicht. Kann ich hier mal drauf machen? Die ist gelb. Die ist richtig limonefarben. Guck dir das mal an. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich sehe es. Voll krass. Au. Boah, ist die reichhaltig. Also, Und die riecht super dezent. Also, wie man das halt von Clinique kennt. Das ist ja nicht so aufdringlich so vom Duft, ne? Ist einfach nur super dezent, angenehm. Fühlt sich gerade super schön, super, super schön auf der Haut an. Klasse. Was ein toller Adventskalender. Okay, gehen wir mal zur Halbzeit. Hier ist sie. Selbstverständlich musste auch eine Probe von der Lash Power Mascara Long Wearing Formula Mascara Extension Visible Formula. Ach, das ist nochmal eine andere Sprache. Okay. Black Onyx ist die Farbe und drin sind 2,5 Milliliter. Das ist eine wundervolle Alltagsmascara. Habe ich schon mal getestet. Ist halt wirklich eine Alltagsmascara. Das heißt für Claudi, es ist zu wenig. Ich brauche immer Kabam und möchte halt richtig extrem Wimpern haben. Jetzt habe ich ganz schmierige Hände und kriege die Mascara nicht auf. Die ist halt wirklich sehr, sehr fein. Macht dir wirklich getrennte, schöne Wimpern. Riecht angenehm, also jetzt nicht zu extrem. Packe ich dir jetzt auch mal einfach mit in die Verlosung mit rein, ne? Weil ich die schon mal getestet habe und mir war sie einfach zu... dezent. Zu natürlich. Die Nummer 13 eröffnet die zweite Halbzeit des Adventskalenders und hat, ja, Liquid Facial Soap Mild. Also das ist eine milde Gesichtsseife mit 30 Millilitern, mit der du dein Gesicht halt super reinigen kannst. Das kannst du auch super nehmen, um dir unter der Dusche quasi, wenn du dieses zwei Steps Make-up-Entfernung Gedöns machst, das heißt vorher mit einem ölhaltigen Gedöns über die Augen und so weiter gehen und später unter der Dusche dann mit so einer milden Gesichtsseife nochmal den letzten Rest runternehmen, kannst du das sehr gut verwenden. Habe ich auch schon mal gemacht. Finde ich gut. Kann ich empfehlen. Macht mir Spaß. Werde ich mich drauf freuen. Ja, das Problem, wenn du halt so keine Einlegeböden drin hast, ist, dass er dir runterrutscht. Und bei so einem teuren Adventskalender hätte ich drauf gehofft, dass das Packaging doch etwas hochwertiger ist. Naja, zählt, was drin ist. Es zählt, was drin ist, die Nummer 14. Clinique Clarifying Lotion, das ist ein Twice-a-Day Exfoliator. Ich habe gelernt, dass man dieses Produkt abwaschen muss und das werde ich nun auch in Zukunft tun. Nicht als Toner zu verwenden, sondern quasi wie ein chemisches Gesichtspeeling. Ich habe es letztes Mal draufgelassen und mich darüber gewundert, wie irritiert meine Haut geworden ist. Und als ich das dann quasi aussortiert habe, haben mir das dann ganz liebe Menschen unten in die Kommentare reingeschrieben. Claudi, das musst du abwaschen. Das ist kein Toner. Gut zu wissen. Die Nummer 15. Das ist die Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Ja, das soll dir quasi die Gesichtshaut wieder schön feucht machen. Nein, das sollte wieder Feuchtigkeit ins Gesicht geben. 30 Milliliter sind enthalten. Das ist ein sehr, sehr reichhaltiges Produkt, was quasi für sehr, sehr trockene und trockene Mischhaut verwendet werden kann. Und man sieht es auch an der Konsistenz hier in dem Produkt selbst. Ne? Das ist halt sehr fest. Und ja, wenn ich da mal wieder so einen Moment habe, was jetzt auch im Winter kommen wird wahrscheinlich, dass meine Haut sehr trocken ist, dann wird sowas auf jeden Fall wieder mein Gesicht zum Leben erwecken. Freue ich mich drauf. Die Nummer 16. Es macht mir Spaß, diese Produkte auszupacken, weil da echt so, ach,
coole Sachen drin sind, wie auch hier. Hier haben wir ein Lippenprodukt. Und zwar in der Farbe Black Honey. Aha. Also hier steht jetzt nicht drauf, ich bin ein Lippenstift oder so. Aber aufgrund der Form und der Farbe würde ich darauf schließen, dass es jetzt kein Creme Blush ist. Black Honey trifft es. Wow. Der ist dunkel, ne? Der ist richtig dunkel, der Lippenstift. Riecht wieder fast nach nichts, würde ich mal so sagen. Oh Gott. Da muss ich jetzt schon ordentlich über meine Hand drüber klamüsern, um da irgendwas drauf zu kriegen. Das ist extrem schier. Extrem, extrem schier. Also das hat fast keine Farbabgabe. Fast, also ich würde sagen, das ist ein Lippenbalm mit Farbe, oder? Hätte ich jetzt mal so, jetzt so aus dem Bauch heraus vermutet. Aber ist cool, weil das eine schöne Farbe ist, die die Lippen einfach ein bisschen dunkler machen lässt, dunkler ausschauen lässt und dann gleichzeitig pflegt. Und hier haben wir drin, oh Gott, ich habe meine Brille nicht auf, es ist einfach so winzig klein geschrieben. Weiß ich nicht, steht bestimmt auf der Rückseite des Adventskalenders, wie viel Gramm da drin sind. Oh, fühlt sich aber auch sehr cremig an, wenn ich das jetzt so verreibe. Und wenn ich es verreibe, ist es einfach weg. Die Nummer 17. Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Also das ist quasi ein, das hatte ich mal in winzig klein, das ist ja geil. Das ist ein Gesichtsserum. Und hier sind drin 15 Milliliter. Und man sieht hier tatsächlich auch in der Tube, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, diese einzelnen Pflegepunkte, die da mit dabei sind. Das heißt, du hast diese hydratisierende Formulierung und dann noch diese Pflegepunkte mit da drin, die dann noch zusätzlich aufpoppen auf deinem Gesicht und quasi noch mehr Feuchtigkeit spenden. Hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen. Freue mich, das wiederverwenden zu können. Geil. Hier haben wir die Nummer 18, die sehr, sehr leicht ist. Also keine Ahnung, was da drin ist. Ach, das sind so Tütchen. Okay, das sind drei Tütchen. Hier. Das ist auch so eine neue Reihe von Clinique, wenn ich das richtig gesehen habe. Fresh Press Renewing Powder Cleanser. Reinigungspuder mit Vitamin C. Also das machst du dir dann quasi in die Hände, ne? Machst da ein bisschen Wasser drauf und kannst dir das so einmassieren, glaube ich, oder? Nee, du machst deine Hände vorher ein bisschen feucht. Wet Hand, klar. Bisschen feucht, nasse Hände. Dann machst du das Puder rein und dann kommt das auf das Gesicht und dann kannst du das so entsprechend... Okay... Dann kannst du dein Gesicht damit reinigen. Das finde ich interessant, das wird getestet. Vor allem drei Stück. Da kriegst du auch eins von, dann kannst du es auch mal testen. Die Nummer 19. Rinse Off Foaming Cleanser. Richtig schön, das ist ein, ja, Gesichtsreiniger. Genau, der halt so aufschäumt. Und damit kannst du wahrscheinlich einfach mal dein Make-up auch runterkriegen, glaube ich. 15 Milliliter sind drin und ja, wird getestet. Mensch, ich kann hier vollkommen eskalieren mit Skincare. Immer wenn ich die Nummer 20 rausnehme, bemerke ich die Vergänglichkeit der Schönheit des Ganzen, was ich gerade in den Händen halte, nämlich der Adventskalender neigt sich dem Ende zu. Oh Mann. Oder haben wir ein ganz kleines Tüppchen drin. Mit 7 Millilitern wieder. Clinique Smart Custom Repair Serum. Das ist wieder ein Gesichtsserum, womit du dein Gesicht entsprechend serumisieren kannst. Ich habe keine Ahnung. Das soll dann irgendwas toll machen. Multifunktionales Serum für die Haut. Okay. Die Nummer 21. Hier haben wir wieder eine kleine Moisture Surge Overnight Mask. Das müssten auch wieder 7 Milliliter sein. Overnight Masks, also solche... richtig klassischen Overnight Masks kann ich persönlich leider nicht verwenden, weil ich ein Bauchschläfer bin. Deswegen wandert das in die Verlosung. Ja, soll aber super sein, habe ich gehört. Das vorverletzte Kläppchen, die Nummer 22. Gut eingepackt. Ui, das ist ein Lippenstift und zwar in der Farbe Love Pop. Das ist der ganz klassische Lippenstift, den es von Clinique so gibt. Und Leute, der ist wirklich wunderschön. Hat so ganz leichte Schimmerpigmente drin und ist auch leicht schier, aber gleichzeitig auch in einem wundervollen, tragbaren Ton. Das hier ist übrigens meiner. Den kann ich diswatchen. Er ist wunderschön. Und somit wandert der hier ist, in die Verlosung. Die Nummer 23. Huch, ja, da ist was drin. Ich wollte gerade sagen, die fühlt sich so leicht an. Ich glaube, da ist nichts drin. Oh, schön. Das ist ein Lipgloss und zwar in der Farbe Air Kiss. Ein Luftkuss. Oh, wie romantisch. Wie unfassbar romantisch. Das ist halt auch eine etwas kleinere Größe, aber es ist nicht schlimm. Es tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Oh, riecht nach nicht viel.
Ja, das ist einfach ein wunderschöner Lipgloss, den man halt auch so ganz simpel auf den Lippen tragen kann. Also das ist ein ganz tolles Produkt und das ist so klein, das finde ich auch schön. Hat so ganz feine Schimmerpigmente mit drin. Super für die Handtasche oder halt mal für die Hosentasche. Für die Anzugtasche, wenn ich so einen Blazer trage oder so, kann ich mir extrem gut vorstellen, dass ich das dann auch auf der Arbeit trage. Voll cool. Wir halten kurz ein bisschen inne, denn das ist wirklich die letzte Box. Die Nummer 24. Oh. Aromatics in Black. Ach Quatsch. Das ist ein Parfüm hier drin. Wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass die sowas haben, ne? Wie geil. Wie geil bist du bitte, lieber Klinik-Adventskalender. Cool. Und das riecht voll angenehm. Das ist so ein richtig schöner Duft, der halt nicht zu aufdringlich ist und ich glaube, sehr, sehr vielen gefallen wird. Der hat was Leichtes, was Blumiges, so ein bisschen wirklich was von einem Luftkuss, ne, von einem Air Kiss. Aber das ist ja quasi Aromatics in Black, aber das ist, ich habe keine Ahnung, was du bist. Ich kenne dich nicht. Es ist auch ein Eau de Parfum, das heißt, es wird lange halten. Das ist wirklich nicht aufdringlich. Es ist total schön, auch das wieder perfekt zum Mitnehmen. Also auch nicht schlimm, dass es halt ein kleines ist. Ich finde es voll geil. Voll, voll geil. Geiler Adventskalender, Leute. Ich hatte erst befürchtet, als ich die Nummer 24 aufgemacht habe, dass da ein Nagellack drin ist. Sprich, dass Klinik das mal ein bisschen witzig und andersrum gestaltet hat. So, hey, wir machen nicht überall Nagellack rein, aber in die 24, da kommt einer rein. Aber dass sich da ein Parfüm drin verbirgt, finde ich ultra cool. Also, Leute, das ist ein Kalender, damit machst du eine Frau glücklicher. Ja, wirklich. Abwechslungsreiche, richtig schöne Produkte, wo du wirklich sagen kannst, okay, im Prinzip kann ich damit einen kompletten Skincare-Monat verbringen, weil die Produkte dann ja auch wahrscheinlich so ungefähr einen Monat halten werden. Ultra. Vom Wert her will ich gar nicht drüber nachdenken. Mega hoch? 300 Euro? Ich weiß es nicht. Ich blende die hier ein. Richtig hoch. Richtig geile Produkte. Ich feiere das hart gerade und ich freue mich so, dass ich mich echt dazu durchgerungen habe, zu sagen, ich kaufe mir den. Ich hole mir den wirklich, denn das sind tolle Produkte. Mega geil. Denk an die Verlosung. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal die ganzen Adventskalender, die ich 2019 so abgedreht habe. Ganz schön abgedreht. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!